Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video bzw. zu einem neuen Projekt. Zuerst einmal frohe Weihnachten, wie man hier schon schön sieht. Server Team hat hier auf jeden Fall was Cooles gebaut. Wir sind heute nicht auf Griefer Games, sondern auf dem Community Server von Janus von iOS 100. Und ja, wie der Name schon sagt, Community Server, hat er für seine Community einen Server gemacht. Eine Art Event Server würde ich es jetzt mal nennen. Und ja, das ist quasi ein City-Build-Server und das finde ich auf jeden Fall mega cool. Und da ich auch ihn aktiv schaue, habe ich mir gedacht, da lohnt sich doch mal drauf zu schauen. Ich möchte auf jeden Fall daraus so ein kleines neues Projekt machen, beziehungsweise den Server nutzen, um hier ein bisschen mit euch so in Kontakt zu treten, mit iOSAs Community in Kontakt zu treten und ja, auch einiges für euch zu tun. Also ich versuche jetzt in den kommenden Tagen ein paar Videos zu produzieren, die hauptsächlich so in Richtung euch gerichtet sind, da ja jetzt quasi alles neu ist und vielen noch einige Items fehlen, möchte ich da einfach so quasi ein bisschen aushelfen, also relativ viel für die Community machen. Um im eigentlichen Video anzufangen, müssen wir zu meinem Grundstück, das ist da hinten, da wo der Bambus rauswächst und da tp ich mich jetzt einfach mal ganz kurz hin. Bis gleich. So, an meinem Grundstück angekommen sind wir hier. Ihr seht schon, also mein Grundstück ist eingezäunt, hier hinten ist ein Smaragdblock, da hinten ist ein Smaragdblock und ganz da hinten ist auch nochmal einer, so wie hinter diesen Bärenbüschen da, den sieht man von hier aber nicht. Mein Grundstück ist relativ nah am Spawn, das ist eigentlich relativ gut, weil wenn da Spieler online sind, lädt mein Grundstück quasi hier, also wenn ich später mal automatische Farmen habe oder so, dann werden die wahrscheinlich dauerhaft geladen sein, das ist auf jeden Fall mega cool. Zum eigentlichen Video jetzt endlich. Und zwar hier unter diesem Adblock. Ihr seht schon, da ist eine Kiste. Verbuddelt. Was verbuddel ich wohl? Ja, Event Drops. Ich war nämlich fleißig bei irgendwelchen Drop Events mit dabei und habe natürlich meinen Schatz hier verbuddelt, vor den anderen hier versteckt auf dem Server. Und ja, wir schauen jetzt mal in diese Kiste rein. Ich habe nämlich einiges aus diesen Drop Events bekommen, beziehungsweise von den Drop Events. Und da habe ich auch zwei Leuchtfeuer unter anderem bekommen und eins davon werde ich heute in den Kommentaren verlosen. Dazu später mehr. Erstmal schauen wir uns so ein bisschen an, was ich überhaupt gewonnen habe. Wir schauen uns nämlich jetzt mal genauer an. Ihr seht schon vielleicht auf den ersten Blick, das sind alles Weihnachtssachen. Ja, warum wohl? Weil wir Weihnachten haben. Und das finde ich auf jeden Fall mega cool, dass sie hier die ganzen Dekoköpfe verteilt haben. Wir beginnen mal mit dem ersten Item. Das erste Item ist einfach nur eine Wasserflasche, die Glühwein heißt, aber ich fand es einfach so mega lustig. Also die ist jetzt auch nicht irgendwie massig was wert, sondern es ist einfach nur ein lustiges Item, das ich halt da mit in die Kiste habe. Ansonsten gehen wir mal weiter zu diesen ja, Christbaumkugeln, von denen haben wir ja einige. Also einmal in Orange, in Rot, in Grün, in Lila und sogar in Türkis. Die sind auf jeden Fall mega cool, könnte man theoretisch mal einen Weihnachtsbaum mitschmücken, aber da es jetzt eh schon wieder zum Jahresende hinzugeht, ja, vielleicht bauen wir nächstes Jahr ein. Als nächstes Item haben wir Frosty the Snowman Books. Also das sind hier wahrscheinlich drei Bücher, hier unten rot, dann blau, dann grün. Und auf dem obersten ist ein Schneemann abgedruckt. Auch ganz cool, kann man sich irgendwo in die Wohnung stellen. Dann natürlich Nikolausköpfe bzw. Weihnachtsmannköpfe. Davon habe ich insgesamt drei Stück. Hier zwei noch mit einem unbenannten Namen und einer mit Spielerkopf. Es ist auch richtig cool zum Dekorieren. Dann habe ich noch vier Gingerbread House, also Lebkuchenhäuser. Die sind auf jeden Fall auch mega cool, kann man auch sehr gut damit dekorieren. Sowie mit acht Rudolfköpfen. Ist ja fast schon ein bisschen makaber, aber auch mega lustig. Ein Pinguin noch dazu, also zwei Tiere und fünf Schneemannköpfe. Ja, der Schneemann sieht auch relativ cool aus, vielleicht setzen wir den irgendwo hin, vielleicht bauen wir daraus einen Schneemann, mal schauen. Zwei Wither Skelett Schädel habe ich auch noch bekommen, die sind auch mega cool, da können wir dann irgendwann mal einen Wither spawnen vielleicht. Und hier nochmal Gingerbread Man Books, das sind wahrscheinlich auch wieder Bücher, nur hier oben haben wir statt einem Schneemann haben wir hier ein Lebkuchenmännchen, auch mega cool. Des Weiteren habe ich hier zwei Spawn-Eier bekommen, die sind natürlich ultra selten, die kann man ja nur im Kreativmodus bekommen. Leider, oder was heißt leider, es sind eben nur Fischeier, also einmal ein Kugelfisch und ein Tropenfisch-Spawn-Ei, aber ich denke, wenn man es später dann mal irgendwie in Spawn hat, kann man daraus ein Aquarium bauen und ich denke, das wird dann mega cool. Zudem habe ich noch zwei Endportal-Rahmen. Die sind natürlich mega selten, die kriegt man natürlich auch nur aus dem
Kreativinventar und ich bin mal noch am Überlegen, was ich damit mache. Vielleicht verlose ich sie, vielleicht verbaue ich sie irgendwo, vielleicht behalte ich sie irgendwie. Ja, mal schauen. Dann habe ich noch eine signierte Truhe von Celibar. Der ist hier Developer, der ist sogar online, ganz oben in der Tab-Liste. Und ja, das finde ich auf jeden Fall mega, mega cool. Ich weiß nicht, wie viele jetzt so eine Kiste haben, aber ich denke mal, da die signiert ist, ist die vielleicht seltener. Ja, schauen wir einfach mal. Hier ein paar Sachen aus dem End, die kann man ja auch nicht bekommen, weil ins End kann man hier nicht in dieser Welt. Sind auch mega cool. Vielleicht kriegen wir später irgendwann mal eine Choruspflanze. Dann würde ich die auf jeden Fall hier auf diesem Endstone anpflanzen. Vielleicht können wir die Purpursäulen irgendwo unterbringen, später, wenn ich mal ein Haus baue oder so. Da gucken wir einfach auch mal. Dann habe ich noch zwei Endertruhen. Ja, ist nicht so was Besonderes. 32 Seelaternen, die brauchen halt ewig zum Farmen, wenn man keine automatische Farm hat. 7 Erfahrungsfläschchen, die könnte man theoretisch von Villagern bekommen, aber sind auch mega cool, gerade für den Anfang jetzt. Und dann noch ein bzw. zwei Beacons. Dieses Leuchtfeuer hier werde ich in den Kommentaren verlosen, habe ich ja schon erwähnt. Und dazu müsst ihr einfach ein nettes Kommentar schreiben, mich am besten noch abonnieren und dann werde ich das an euch verlosen. Ich suche mir nämlich dann einfach eins von diesen netten Kommentaren aus. Und der Spielername verrät mir dann natürlich, wen ich auf dem Server anschreiben muss oder soll, um ihm eben dieses Leuchtfeuer zu überbringen. Das soll es dann auch schon gewesen sein mit dem heutigen Video. Im Hintergrund sieht man hier die Bärenbüsche, dazu kommt auch noch ein Video, um das nicht zu verpassen, weil es wird auch mega interessant. Abonniert mich vielleicht, das würde mich auf jeden Fall mega freuen. Vergesst nicht, das Kommentar zu schreiben, für am Gewinnspiel teilzunehmen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und ciao.